Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. So, in der letzten Folge, oder also die letzte Folge, haben wir ja damit beendet, dass wir ein Spiel programmiert haben, und zwar für Erwachsene. Haben wir es für Erwachsene? Weiß jetzt, muss ich gerade überlegen. Oder hatten wir es für alle gemacht? Naja, egal. Ein Alien-Spiel, ein Alien Massacre. Und jetzt gucken wir mal, was das Spiel uns bringt. Und es sieht aus, als wäre es das Schlechteste, was wir jemals gemacht haben. Ah ja, gut. 5, 7, das geht noch. 5, es hält sich noch auf der 5 oder über der 5. Na, immerhin sind wir nicht unter 5 geraten. Okay, nicht so schön. Spielebericht erstellen. Doch, für Erwachsene hatten wir es rausgebracht. Gucken, ob es sich wenigstens gut verkauft. Ah ja, immerhin. 9000. Na, guck mal, was haben wir denn alles falsch gemacht? Aliens in Action ist eine großartige Kombination. Sound scheint für die Spiele sehr wichtig zu sein. Oh nein. Oh nein. Okay, das ist ganz schlecht. Oh Mann. Okay, damit hätte ich. Ja, gut, ja, stimmt. Ja. Super NES und Erwachsene. Ja, das passt nicht. Aliens und Erwachsene ist eine großartige Kombination. Immerhin. Immerhin eine Sache richtig gemacht. Es sieht so aus, als ob die anfänglichen Verkäufe von Alien Massacre weit unter den Erwartungen liegen. Das Spiel hat gute Bewertungen erhalten, jedoch scheint die gewählte Plattform bei der Zielgruppe nicht sonderlich beliebt zu sein. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hoffe, wir kriegen die Produktionskosten wieder rein. Bis jetzt haben wir einen Verlust. Aber es wird sich ja noch ein paar Wochen verkaufen. Deswegen gehe ich mal vom Besten aus. Und jetzt sind beide Spiele so kacke. Das ist, glaube ich, das schlechteste Spiel jetzt. 5,5 ist, glaube ich, das schlechteste jetzt. Nee, doch nicht. In welchem war noch kacke? Ja, kacke ist ein Wort. So. Meckert nicht rum. Ich darf das. Militär. Oh, hier unten ist dieses Vokabular, was ich durch diesen merkwürdigen, dubiosen Agenten erhalten habe. Oh, Game Dev. Ah, genau, das kann ich schon mal machen. Heute gibt es noch eine Kleinigkeit. 23 Punkte reichen für. Ach komm, wir sparen die jetzt einfach mal. Irgendwie huste ich jetzt in jedem Let's Play, habe ich das Gefühl. Das ist ungewöhnlich. So, Hustreize. Überreizung, sag mal, kann man es auch nennen. Okay, na dann. Was können wir machen? Jetzt machen wir die alternative Geschichte. Die machen wir für alle. Wird ein Abenteuer. Ja, genau. Kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Weißt du, du startest als Forscher in deinem Forschungslabor und gerätst durch ein Wurmtor in andere verrückte Welten, wo verschiedenste Geschichtsereignisse geschehen sind, die eben alles verändert haben. Und das Ganze nennen wir wie die Fernsehserie. Sliders. Hießen die so? Weiß ich gar nicht. So eine alte Serie gewesen, wo so ein Junge mit, so ein cleverer Junge quasi eine Fernbedienung entwickelt hat, mit der quasi Tore in andere Welten geöffnet hat. Total geil eigentlich, die Serie. Weiß gar nicht mehr, wie der Untertitel von dem Ding war. Egal, ist ungefähr. Umschreibt es eigentlich ganz gut. Sliders, Tore in andere Welten. Könnte auch Mystery fast schon wieder sein. Okay, Abenteuer, Super NES. Das weiß ich gar nicht. Oh, schwierig. Abenteuer und Super NES. Oh, komm, probieren wir's. Alternative Geschichte, Abenteuer, Super NES und die Gen 02. Machen wir nochmal in 2D-Grafik. Sehe ich es noch mit das Schönste, was wir haben. Okay, lineare Erzählung. Ja. War halt mal so. Story sollte ganz oben sein. Engine hier, Gameplay. Ja, komm, Story machen wir hier hin. Ja. Passt eigentlich, ist wie so ein Treppchen-Effekt wieder.
Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends. Oh, das ist gut. Sollte sich theoretisch, ist das denn schon wieder? Ah, schon wieder der Typ. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen. Also ich mache hier gerade Anführungsstrichen, ja? Stellt euch das bildlich vor. Die Sie interessieren könnten. Wenn Sie Interesse daran haben, überweisen Sie 22.000 an die angehängte Uplink-Verbindung. Wir werden Sie kontaktieren. Agent Blowfish. Blasenfisch, ja. Ah, komm. Komm, 22.000. Selbst wenn es irgendein verarscher Typ ist, ist es ja egal. 22.000 tut uns nicht weh. Vielen Dank für den Auftrag. Du hast Wilder Westen erfolgreich freigeschaltet. Oder in dem Fall erforscht. Ich hab's ja nicht erforscht, ich hab's bekommen. Oh, Aim-Massaker. Oh, immerhin fast 200.000. Also, Profit haben wir schon mal gemacht. Das ist schon mal gut. Also, das, die, auf Spiel bezogen. Die, in der Zeit, wo es entwickelt wurde und in der Zeit, wo es verkauft wurde, haben wir auch Miete bezahlt. Also, haben wir im Großen und Ganzen eigentlich Verlust gemacht. Bei ihm hier vielleicht noch nicht mal. Aber bei dem Action-Spiel auf alle Fälle. Künstliche Intelligenz für ein Abenteuerspiel brauchen wir eigentlich nicht. Dialoge ganz hoch. Level-Design. Aber so. Aber Minus. Alternative Geschichte. Komm, bleib mal hier in der Mitte einfach so. Dann passt das, würde ich sagen. Hat er sich hier am Kopf gekratzt, ey. Ich bezeichne dich nicht dafür, dass sie sich andauernd am Kopf kratzt. Nee, ich will eine Geschichte erzählen und da brauchen wir keine Open World. Schlauchpfade, das ist angesagt. Spielwert Design. Ja, Mono-Sound. Ach, der gute alte Mono-Sound. Am besten war er beim Game Boy. So wenig Bugs drin, das ist ungewöhnlich. Ja, haust du nochmal 5 Minuten rein? Ja, jetzt nicht mehr. Manchmal kann man mich abwarten, manchmal programmieren sie noch ein paar gute Dinge rein. Manchmal programmieren sie aber auch noch Bugs rein. Komm schon mal schneller hier. Level Design, Level 4. Level Design, Level 4, das passt irgendwie. Ja, witzig. Voll witzig. Komm, dann zeig mir mal die Bewertung. Ach du Scheiße. Jetzt besser. Hätte gedacht, dass es besser wird. Abenteuerspiele funktionieren immerhin gut auf dem Super NES. Oh, richtig zerbrechen. Das ist. Jetzt haben wir das schlechteste Spiel ever. Autsch. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Sie sollten sich mehr auf das Design konzentrieren. Au. Okay, das Spiel wird Verluste einbringen. Und es wird uns wahrscheinlich auch Fans kosten. Ne, wir haben sogar Fans dazugekommen. Sogar in der zweiten Woche hat sogar mehr verkauft. Das ist so dieses Spiel, was eigentlich kacke ist, aber auf der Grund der Tatsache, dass es so scheiße ist, sich wieder gut verkauft. Ja, so wie hier zum Beispiel E.T. der Außerirdische damals für das Atari, ja. Das war so kacke, aber es hat sich, gut, es hat sich eigentlich durch die Lizenz verkauft. So ein bisschen. Eigentlich war es gar nicht, war es glaube ich nicht mal kacke für die damalige Zeit. Ich glaube, Atari hat einfach nur 1 Million Stück gekauft und hat 100.000 verkauft oder so. Okay, also die Geschichte, passt, ja, okay. Gameplay scheint für sowas sehr wichtig zu sein und Super NES und alle sind gute Kombinationen, immerhin. Aber dann passt wahrscheinlich Kinderblenden dazu. Gut, ich hab's ja auch als Kind bekommen, wenn man so will. Also. Naja, immer die Entwicklungskosten könnte man wieder reinkriegen, wie es aussieht. Ist ja schon mal etwas. So, gut, ich spare noch weiter, dann können wir mal richtig was forschen. Oder eine neue Engine. Kostet uns ja keine bessere Dialoge. Es lohnt sich noch nicht. Wir wenigstens neue Grafik haben. Okay, dann machen wir jetzt ein Spiel, das sich der liebe Lucas Stonebreaker gewünscht hat. Und zwar, wir machen dieses Spiel. Also, wir programmieren uns Game Dev Tycoon. Dazu habe ich nämlich das Ding erforscht. Es ist natürlich eine Simulation, wir sehen ja, es simuliert ja hier quasi die frühe Geschichte der Simulation, der Spieleentwicklung. Und nennen das Ganze natürlich genauso wie dieses Spiel, Game Dev Tycoon. Wir machen das Ganze für. Also ich erinnere mich, dass es für Super NES Genre-Übereinstimmung unbekannt. Ich habe da schon viele Spiele rausgekommen und dann immer noch unbekannt. Fies.
wirklich sehr fies. Ich erinnere mich, dass es fürs NES auch Simulationsspiele gab, und zwar sowas wie hier SimCity zum Beispiel. Deswegen probieren wir das einfach mal. Unsere Engine, und wir machen das für. Na gut, Simulation und Kinder, das passt einfach nicht. Kinder haben keinen Spaß an Simulationen in 2D-Grafik. SimCity war ja auch nur 2D-Grafik. Von oben so eine Drop-Down-Perspektive. Lineare Erzählung, wobei das Spiel hat ja auch hier eine lineare Erzählung, wenn man so will. Ja, ist schon sehr linear. Okay, gespeicherter Spielstand. Ja, haben wir ja auch. Spiele-Tutorials hatten wir auch. Benutzt bessere Nutzerfahrung. Weiß ich nicht mal, was die damit meinen. Egal. Story, so ein bisschen. Engine, Gameplay. So, Klassiker. Ja, komm, pump die Scheiße da rein. Okay, hier wissen wir schon mal anscheinend schon ganz gut, was da passt. Eine Simulation muss intelligent sein. Dialoge brauchst gar nicht. Haben wir ja hier auch nicht. So eine Konversation oder so führt hier keiner. Also brauchen wir es nicht. Komm, pump die Scheiße da rein wie sonst was. Okay, diese Punkte werden wir natürlich noch deutlich verbessern, wenn wir dann irgendwann unsere neueste Engine haben. Open World hatten wir auch nicht in dem Spiel. Grafik können wir ganz nach oben packen. Spielweltdesign brauchen wir ja eigentlich weniger, oder? Na komm, hier. Der Sound, ich meine, die Musik in dem Spiel ist ja eigentlich ganz angenehm. Also man kann sie sich anhören. Mono-Sound. Haben wir jetzt in dem Fall so Stereo, weil ich höre es ja links auf meinem Kopfhörer und rechts auf meinem Kopfhörer. Und Slider ist halt immerhin 226.000 eingenommen. Das heißt, wir haben. Ja, Mensch. Sogar. Es war, das ist halt dieses Phänomen. Das Spiel war schlechter als Alien Massacre. Hat sich trotzdem besser verkauft. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Zielgruppe einfach besser war. Trotzdem halt dieses schlecht und trotzdem gut verkaufen Effekt. 37. Ist das vielleicht ein neuer Rekord? Wir noch ein paar Punkte rein. Nein, hat er noch einen Bug reingeschmissen. Penner. Ist gleich gefeuert. Ja, technisch neuer Rekord. Immerhin. Grafik haben wir verbessert. Schick, schick, schick. Game Dev Tycoon. Gehaltserhöhung. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Isaac Mausen, der hat hier zuletzt noch einen Bug reinprogrammiert, ja? Neue Forschung verfügbar, Mehrspielermodus und Charakterentwicklung. Mehrspielermodus. Wie gut ist das Spiel jetzt so? Ja, bin ich mal gespannt. Oh, 8. 9. Mensch, das verkauft sich ja anscheinend ganz gut. Ja gut, das wäre bloß, wenn das Spiel, wenn das Spiel selber, das Spiel, was es selber ist, quasi schlecht bewertet. Ich liebe es, eines der besten. Sehr gut im Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz. Tat dem Spiel sehr gut. Freut mich. Ich dachte, es gab jetzt. Ah, da. Inception entwickelt das Spiel innerhalb des Spiels. Die Game Convention. Sehr geehrter. Was? Das ist aber nicht mein Name. Sehr geehrte Champ Games Inc. Wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen an der größten Spielemesse der Welt. Der Games, auch G3 genannt, teilzunehmen. Warum das jetzt nur dreimal Games heißt? In echt heißt es ja Electronic Entertainment Expo. Aber mein Gott, was soll's. So kam man wenigstens auf G3 statt E3. Mit ihrem eigenen Stand auf der E3 können sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Wir werden sie jährlich mit Stand. Werden Sie ehrlich mit Standoptionen kontaktieren? Wir würden uns freuen, Sie auf der E3 begrüßen zu dürfen. Das E3-Komitee. Cool. Und Game Dev Tycoon verkauft sich erwartungsgemäß blendend, weil das Spiel selber darf sich ja nicht, sollte sich ja nicht unbedingt schlechter machen. Also schlecht. Als es. Nee, schlecht ist das Spiel ja nicht. Mein Gott, was sage ich denn hier? Aber auf alle Fälle danke, lieber Lukas Stonebreaker. Deine Idee war der Hammer. Sie ist ja selber hier. Schon 60.000 Einheiten verkauft. Jetzt 60.000. Okay, machen wir noch einen Spielebericht. Spielebericht. Dann, 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 dann. Okay, was können wir denn noch forschen?
2D-Grafik Version 3 brauchen wir 80 Forschungspunkte an. Die hätte ich eigentlich noch gerne. Es gibt so viele, dass man hier erst Forschungspunkte sammeln muss. Es ist halt nicht ärgerlich, weil dann hier dieser Fortschritt stark eingegrenzt wird. Dann hätten sie einfach die Kosten an sich erhöhen müssen. Für diese Forschungen, finde ich. Unsere Analyse nach Verkaufsstart. GameDev und Simulation ist eine großartige Kombination. War ja klar. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Und, wusste ich doch, Super NES und Simulation sind großartig. Okay, großartig hätte ich nicht erwartet. Sehr schön, sehr schön. Haben wir quasi nochmal ein Spiel wieder mal rausgehauen, nachdem hier die letzten beiden Spiele, letzten drei Spiele Flops waren. Kann man eigentlich schon so sagen, Flops. Aber das Spiel hat sich jetzt schon sehr gut verkauft. Bringt aber anscheinend nicht viel Geld irgendwie ein. Ich hier mal gucke. Das Spiel hat sich schon 403.000 Mal verkauft. Und das 66.000 Mal. Naja gut, wer weiß, wie sich die Preise bei diesem Spiel hier für Spiele kalkuliert. Ja gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio!